Also wir hätten uns sicherlich ein besseres Ergebnis insgesamt gewünscht. Wir werden das erstmal sehen im Einzelnen, auch unseren Wahlkreis analysieren. Und es ist ja immer so gewesen, dass bei den großen Koalitionen halt die beiden großen Parteien federn lassen. Das hat man jetzt gesehen. Die extremen Parteien sind gestärkt. Und deswegen finde ich, die SPD ist gut beraten, wenn sie in die Opposition geht.